Sollen wir ihn weiterverfolgen oder sollen wir ihn töten? Ich weiß es gerade nicht. Töten, töten, okay, töten. Wir sollen den Schmuggler töten. Und da ist er auch schon tot. Ihr habt den Schuss nicht kommen sehen, das ist gut. Der ist auch tot. Da kommen noch ein paar. Die holen, glaube ich, gerade da oben Verstärkung. Okay, pass auf. Den kriegen wir doch auch. Der will auch ins MG. Okay, wir haben jetzt soweit alle hier erledigt. Die anderen sind gerade da oben. Wir schnappen uns jetzt ganz schnell hier das Zeug vom Schmuggler und dann sind wir hier weg. Oh nein. Aber mit unserem Scharfschützengewehr. Komm, eh halten, um zu stoßen. Stoßen wir wieder ins Wasser rein. Ah ne, wir müssen noch nicht abbauen, wir müssen jetzt hoch. Okay, wir sollen doch ja hoch, okay. Ich wollte gerade stylisch hier mit dem Boot verschwinden, aber leider müssen wir noch weiter hoch. Ich dachte, das reicht, wenn wir diese Schmugglerware hier einsacken. Aber scheinbar nicht. Zwei haben wir noch markiert. Frage ist, wie viele sind da noch? Hier können wir auch nochmal Loot nehmen. Okay. Sieht übrigens auch richtig cool aus hier. Und die Musik ist auch gerade richtig geil dazu. Man muss ja immer so ein bisschen aufpassen. Ich hoffe mal, dass die Musik mir nicht getrackt wird. Man muss echt aufpassen mittlerweile beim Let's Playen. Welche Spiele man spielt, welche Musik da drin ist. Manchmal wird das auch einfach so getrackt. Und ich habe auch keinen Bock, ehrlich gesagt, auf Strikes, weil... zwei Strikes und das ist vorbei. Oh, verdammt. So. Ein Strike, dann kannst du schon keine Thumbnails mehr hochladen und nicht mehr länger als 15 Minuten hochladen. Die Videos. Und ein weiterer Strike. Würden dir noch mehr Rechte weggenommen werden. Das dauert bis zu einem halben Jahr, bis du wieder deine Rechte wieder kriegst. Dass du wieder Thumbnails hochladen darfst und so weiter. Hier, Propagandablatt eben... Propagandablatt eben ab... Okay. Verdammt. Wir hätten jetzt so schön flankieren können. Hat der es gescheckt? Ah, verdammt. Na, verdammt. Na? Da ich der Einzige gerade hier bin, braucht ihr nicht noch mehr töten. Na komm. So, geht doch. War jetzt relativ einfach, muss ich schon sagen. Oh, da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Brenne. Kiste durchstöbern. Altes Geld. Und ein paar kyratische Rupien. Dich durchsuchen wir schnell. Dich auch. Für ein bisschen Muni und so weiter. Shangri-Lager. Ein paar Sachen natürlich auch, die wir verkaufen können. Nicht nur wegen Muni. Oh, ich will doch nicht ständig mein Gewehr hier wegschmeißen. So, danke. Eh halten zum Durchsuchen. Göffel. Genau, Göffel. Habe ich jetzt mittlerweile mal nachgeschaut, was ein Göffel ist. Ein Göffel ist ein, ja, so einfach es klingt, ein Löffel und eine Gabel zusammen. Ein Göffel. Das ist so, ich sag mal, Universalbesteck für Campingausflüge etc. Das ist ein Göffel. Wusste ich vorher auch nicht. Jetzt sollen wir hier in den Tempel rein. Oder ist das das Schmugglerversteck? Nee, das ist das Schmugglerversteck. Okay. Ach, wir haben gerade nur den Schlüssel gelootet vom Schmuggler. Bei meinem Bart. Bei Odins Bart. Ihr werdet mich nicht umbringen. Spürt ihn auf und erledigt mich! Und überlebt hier!
AJ ist da, genau. Los, findet ihn? Nee, nee, du. Ihr braucht mich nicht finden. Ihr müsst nur wissen, dass ich da bin gerade. Looten. Alter Porno. Und jetzt... Ich hasse es, immer die Waffe wegzuschmeißen. Ich will die nur durchsuchen und schmeiße automatisch die Waffe weg. Das ist echt kacke. So. Was sollen wir jetzt hier suchen? Hier ist noch irgendwo eine Truhe. Wo soll denn diese schöne Truhe sein? Ich sehe sie leider nicht. Oder ist sie hier noch in einem anderen Nebenraum? Nee, ne? Das kann ja nicht sein. Nee, nee. Die muss da irgendwo sein. Also hier soll eine Truhe stehen. Kann auch sein, dass die über uns ist. Auf jeden Fall sollen wir jetzt hier die Blutdiamanten klauen. Schon wieder. Wartet mal. So, jetzt. Also, die Blutdiamanten sollten wir wieder klauen. Und draußen warten sie natürlich jetzt schon auf uns. Sie wollen nämlich ihre Blutdiamanten wieder haben, aber das kriegen sie nicht. Schade, dass ich keine Granaten mehr habe, nur noch Fleisch. Aber das kriegt ihr jetzt. Meine Lieben, ihr kriegt jetzt einen Bären aufgebunden oder einen Tiger. Okay, mal gucken, ob wir hier vorbeikommen. Einfach so. Entschuldigung. Ha! Wie geil war das denn jetzt? Wir sind einfach so entkommen mit dem Bären, durch den Bären. Und wir hauen jetzt hier auch komplett ab. Gut, dass wir das Boot hier schon mal für die Flucht bereitgestellt haben. Das war echt gut gemacht, muss ich schon mal sagen. Muss ich mich jetzt einfach mal selber loben. War eine gute Flucht. Und wir fahren jetzt weiter. Oh, nicht hier wieder auf die Sandbank aufsetzen. Wir fahren jetzt weiter zu diesem Übergabepunkt. Bringe den Blutdiamanten zum Übergabepunkt. Wir machen jetzt auch erstmal nur Hauptmissionen in dieser Aufnahmesession. Morgen auch. In der morgigen Aufnahmesession. So, einmal hier auf dem Land geparkt. Kein Problem. Die grüne Pflanze nehmen wir nochmal mit. Kriegen ja das Doppelte mittlerweile an Ausbeute, wenn ich das richtig habe. Jawohl, kriegen die doppelte Ausbeute. Das heißt, Spritzen können kann er uns gleich wieder herstellen. Blaues Blatt zweimal. Hier ist der Übergabepunkt, aber... erstmal das Propagandablatt hier, bevor ich es vergesse, draußen abreißen. Und jetzt hier rein. Und den Blutdiamanten übergeben. Mission ist damit erfolgreich. Kompensation. Mission beendet. Gut. Fähigkeiten. Haben wir 2 Punkte. Allzeit bereit. Waffe wechseln und zielen mit rechter Mauszeste geht jetzt viel schneller. Die Leichen schwerer MG-Schützen können wegbewegt werden. Messerwurf-Takedown. Starter muss... Ja, doch, das Pistolen-Takedown. Warte mal. Magazin-Jongleur. Genau, dann wollte ich erstmal hier einen Fähigkeitspunkt reinsetzen. Und, guck mal, das Ziel im Auge. Faustwaffen und Präzisionsgewehre können beim Zielen mit rechter Maustaste nachgeladen werden. Zack, boom, peng. Dann brauchen wir nämlich jetzt nur noch 1 für diesen Magazin-Jongleur. 4 Punkte für den Magazin-Jongleur. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir wirklich... die Magazine dann so jonglieren wie im dritten Far Cry 3, in Far Cry 3 Blood Dragon. Wie ich es auch in der letzten Aufnahmesession schon besprochen hatte. Okay. Longinus Mission war erfolgreich. Wir fahren jetzt zu Yogi und Reggie. Ja, die Plurs Festung. Faschakot. 11.552 Fuß hoch. Wie viel Meter habe ich nicht gesehen, aber einiges muss es sein. Ja, ja. Er und Amita, ne? Etwas von der Straße abgekommen. Das war jetzt nicht meine Absicht. Aber der Ruby Ray, na, muss ich mal sagen, der nervt mittlerweile. Weil er sich auch wiederholt. Ein bisschen so wie ich. Aber hier... den überholen wir mal. Oh, jetzt ruckelt es gerade.
Irgendwie. Kopfschuss. Irgendwie hat es jetzt geru... Oh, das Ding explodiert. Definitiv. Der ist da ein bisschen feste gegen gefahren. Wow. Sehr schöne Explosion. Und im richtigen Moment das Interface versteckt. XP erhalten und Rupien. Eigentlich wollte ich den nicht zum Explodieren bringen. Eigentlich wollte ich, dass der aussteigt bzw. rausfällt und ich mir das Ding dann übernehmen kann. Aber er ist halt mit einer zu schnellen Geschwindigkeit gegen den Baum geknatscht. Und wie gesagt, es hat gerade irgendwie so ein bisschen beim Überholversuch geruckelt, warum auch immer. Aber die FPS waren konstant, also... Wir haben kurz unter den Boden geguckt und uns überschlagen. Noch ein Truck zerstört. Sehr gut, Bruder. Jetzt spürt auch die Army, worunter wir schon seit Jahren leiden. So. Irgendwie zieht der Wagen jetzt. Aber egal. Wir fahren weiter durch die Wildnis. Ich liebe es, einfach mal so kreuz und quer zu fahren. Und mein Gott, wenn wir einen Unfall bauen, Pech, dafür ist es auch mal da. Macht ja auch Spaß irgendwo. Wow, jetzt aber nicht, wenn es so leckt. Ja, okay. So ein bisschen Offroad. Dafür ist das Quad ja auch ein bisschen da, sag ich mal. Oder sollte es eigentlich da sein? Schade. Nachladen. Wir werden verfolgt. Guck mal, jetzt ruckelt's wieder. Oh, das ist ein Dings, ein Ziel für uns. Ein potenzielles. Deswegen hat er uns auch so verfolgt. Der Feind ist hier, der Feind ist dort, der Feind ist überall, wo es gibt Mord. Ja. Von hinten erwischt, er ist rausgefallen, das Auto überschlägt sich und uns wird noch reingefahren und es ruckelt gerade. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, warum meine Grafikkarte gesagt hat, hier, ne, mach mal Update. Beziehungsweise mach mal ein bisschen genau, ah, guck mal hier, eine neue Waffe. Wie heißt sie denn? Stand da jetzt nicht. Okay, steht also schon nicht immer da. Okay, der Wagen hat sich überschlagen. Uns wurde reingefahren. Der Typ ist tot. Klingt nach einem Abenteuer. Wir erleben ja hier echt viele Abenteuer in Far Cry. Muss man mal so sagen. Und wir haben schon so viele Nebenmissionen gemacht und so wenig Hauptmissionen. Aber es macht einfach so viel Spaß. Und ich wiederhole mich schon wieder. Aber es geht nicht anders manchmal, weil ist halt so. Das ist ja auch irgendwo das Spielprinzip, dass man nicht immer nur eine Sache macht und sich auf eine Sache konzentriert, sondern auch mal mehrere Sachen. Scheiße. Wir haben hier gerade ein Problem. Schnell ins Auto rein. Ja, ruft ruhig Verstärkung von mir aus auch. Ich wollte nur euer Auto kurz klauen. Schießt auf den Motor, ja. Ihr habt auf mich geschossen. Ui. Ah. Im Flussbett gelandet. Scheiß auf die Verstärkung. Hoffentlich kommen wir hier raus. Ja, kommen wir. Auto ist jetzt schon wieder halb Schrott. Gerade erst geholt und jetzt schon wieder fast Schrott. Kann man die Musik nicht hier irgendwie abschalten? Diese blöde Propagandakacke und so. Naja. Wir sind auf jeden Fall jetzt fast da. Straßensperre. Ey, ihr seid in mein Auto gefahren. Es war niegelnagelneu. So, wartet mal. Wir können es ja reparieren, fällt mir gerade auf. War doch hier die Taste, ne? E erstmal und dann mit der Maus, genau. Hui, ohne zu zielen, einfach draufgeballert. Direkt die nächste Mission mit Karma-Punkten. Karma-Ereignis abgeschlossen. Davon gibt es so viele, aber der kam jetzt auch uns so entgegen, weißt du? Da dachte ich mir, machen wir einfach mal.
Wir haben jetzt auch schon so viele Folgen mit Nebenmissionen, ey, das ist krass. Und wir sind noch gar nicht so weit. 27 Folgen haben wir jetzt schon. Beziehungsweise 29. müsste das jetzt hier sein. Ja, wenn nicht sogar schon 30. Und wir haben noch nicht wirklich die Hauptmission gespielt. Es tut mir leid. Aber das Spiel ist einfach so gut. Ja. Super geparkt hier auf dem Laufsteg? Nee. Aber da vorne sollen Yugi und Reggie sein. Ich denke mal, das ist hier auf dem Berg. Das kommt mir auch schon bekannt hier vor, weil